Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dennis und ihr schaut der Pfleka Fotografie. Um was soll es heute Abend gehen? Heute Abend soll es darum gehen, den Weihnachtsbaum und seine Liebsten noch richtig fotografieren zu können an Heiligabend mit tollem Licht und so, dass die Bilder nachher auch schön bzw. so werden, dass es aussieht, wie wenn der Christbaum die Gesichter beleuchtet. Bleibt dran! Ja, willkommen zurück nach dem Intro. Ihr habt gehört, es soll heute Abend darum gehen, ein kleiner Quick-Tipp für Heiligabend, denn wir haben, wenn ihr das Video schaut, den 23.12. und kommt also gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten, um diesen Quick-Tipp eventuell für euch umsetzen zu können. Aber bevor ich den Quick-Tipp mit euch bespreche, möchte ich erstmal Danke sagen. Danke für ein Jahr YouTube, danke für ein Jahr Unterstützung, egal ob Familie, egal ob Freunde, Bekannte. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr mich begleitet habt in diesem Jahr, dass auch meine Familie teilweise viele Abstriche gemacht hat, dass ich habe rausgehen können, diese Videos für euch produzieren konnte und meine Familie mich da unterstützt hat. Vielen Dank auch mal an dieser Stelle an Anita, die dabei war, vielmals zum Fotografieren und Kamera positionieren etc. Danke dafür und auch danke an meinen Chef, der mich auch immer wieder aufgemuntert hat und immer wieder weitergemacht, immer wieder dafür gesorgt hat, dass ich weitermache. Ja, auch das gehört dazu. Ihr hört es, aufgemuntert. Ja, es waren auch schwere Zeiten dabei, wo auch mal nicht alles nach Plan lief, wo auch eventuell Schicksalsschläge dazwischen kamen, die es nicht ganz einfach gemacht haben, weiterzumachen und YouTube-Content zu produzieren. Aber ich verspreche euch eins, ich bleibe weiter da und werde auch im nächsten Jahr wieder YouTube-Videos für euch produzieren. Denn 465 Follower in einem Jahr sprechen dafür, dass man nicht das Ganze umsonst macht und dass es euch doch gefällt, was ich so mache. Ich hoffe, es kommen noch ein paar dazu. Sollte es noch nicht der Fall sein, dass du dazugehörst und du schaust das Video gerade, dann drück doch einfach jetzt vielleicht den Abonnieren-Button. Würde mich auf jeden Fall freuen. Kommen wir also nun zum Quick-Tipp. Der Quick-Tipp sieht folgendermaßen aus. Ihr habt hier den Christbaum. Ihr wollt es so aussehen lassen, dass die Bilder quasi so aussehen, wie wenn der Christbaum die Person anleuchtet und alles beides recht schön belichtet ist und nicht zu sehr unterbelichtet. Denn wir haben ja immer wieder das Problem, gerade wenn wir so Lichtquellen haben, dass wir immer wieder auch feststellen müssen, entweder ist der Baum richtig belichtet, dann die Person aber unterbelichtet, oder es ist die Person richtig belichtet und dann der Baum aufgrund der Lichter überbelichtet. Und das wollen wir verhindern, indem wir einfach uns eine Softbox hinstellen und ein Studiolicht, ein kleines, das kann ein ganz, ganz günstiges Studiolicht sein für zwischen 50 und 150 Euro, ist egal. Ihr könnt da auch einfach eine andere kleine Lichtquelle nehmen, die schön diffuses Licht zaubert und die das Licht schön verteilt. So wie jetzt hier gerade, ich hier meine Softbox, die ich auch gerade genutzt habe, um die Bilder zu machen, hingestellt habe, damit ich und der Baum richtig belichtet sind. Ihr seht also schon, auch beim Video ist beides genau richtig belichtet und so ist es bei den Bildern dann nachher auch. Hier mal ein Vergleich, einmal meine Frau, die gerade Christbaumschmuck aufhängt, einmal ohne Studiolicht und einmal mit Studiolicht. Ihr solltet bei dem Licht einfach darauf achten, dass ihr das Licht gegenüber der Person positioniert oder leicht seitlich, so dass auf jeden Fall das Gesicht und die Körperteile, die zur Kamera zeigen, schön ausgeleuchtet sind und damit das Gefühl für den Betrachter besteht, jawohl, die Person wird vom Christbaum angeleuchtet. Ihr könnt danach natürlich noch in Lightroom ein bisschen nachkorrigieren, was ihr korrigieren möchtet, aber in der Regel, wenn ihr alles richtig eingestellt habt,
braucht ihr das fast gar nicht mehr. Ihr könnt die Bilder eigentlich so out of cam benutzen. Das soll es auch schon gewesen sein zu meinem kleinen Quick-Tipp. Ich denke, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Man muss das Thema auch nicht weit ausweiten, als es eigentlich ist. Es war ein Quick-Tipp, ein kurzer Tipp, wie ihr schöne Christbaum-Bilder unterm Christbaum, neben dem Christbaum, vorm Christbaum, egal wo, vielleicht auch auf dem Christbaum der ein oder andere, kleiner Spaß am Rande, dass ihr einfach schöne Bilder an Heiligabend zaubern könnt. Ich war diese Woche auch noch abends auf dem Weihnachtsmarkt in Konstanz unterwegs und habe dort den Geistermarkt fotografiert, mit Absicht so gewählt, dass ich, nachdem der große Trubel vorbei ist vom Weihnachtsmarkt, mal in Ruhe über den Weihnachtsmarkt laufen konnte, denn die Imperia hat sich nicht gedreht und stand schön Richtung Konstanz gestellt. Man konnte also Langzeitbelichtungen machen, ohne dass die Imperia verschwimmt oder verwischt. Man konnte die Imperia schön in Weihnachtsrahmen setzen und so weiter. Ich habe den Christbaum auf dem Marktplatz fotografiert, aber das seht ihr ja am besten gleich selbst, wenn ihr noch dran bleibt, und die Bilder reiche ich euch jetzt nach. Ich möchte euch einfach nur nochmal Danke sagen für das Jahr YouTube, denn am 01.01.2023 war ich mit meiner Familie am Burgbach-Wasserfall unterwegs. Ich verlinke das Video gerne hier. Da könnt ihr sehen, was mein erstes Video damals noch mit Handykamera gefilmt ein Unterschied ist zu den Videos, die ich heute mache. Habe ich damals am 01.01. gedreht und habe es, glaube ich, einen Tag später oder zwei hochgeladen. Also am 2. und 3. Januar ist das YouTube-Jahr voll, und dafür einfach mal Danke, Danke, Danke. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video, das am 7. Januar kommen wird. Am 6. Januar kommen wird. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut und vor allen Dingen kommt gesund rüber und bleibt gesund.